So, Maxi, kannst du mir ganz kurz deine Herausforderung erklären, was so deine Challenge ist? Also meine größte Herausforderung ist halt die Schuppenflechte. Die habe ich ja, also zum Glück bin ich im Gesicht damit noch ein bisschen verschont geblieben. Ich habe halt eine Stelle an der Augenbraue, dann an der Nase die trockenen Stellen und dann halt natürlich auch am ganzen Körper. Nehmen erstmal eine ganz sensitive Pflege, logischerweise, dass wir da nicht mehr Impuls geben, und würde mich für eine Reinigungsmilch entscheiden. Ja, was ganz Sanftes. So, dann gehen wir jetzt zum Enzympeeling, weil das ist die mildeste Art, um die Haut zu reinigen, ohne dass wir mechanisch wirken. Also das gibt auch keine Reizungen in die Haut. Ich würde es jetzt ein bisschen einmassieren noch, und das auch mit feuchten Fingern, dass es schön einfach feucht bleibt, nicht eintrocknet. Und wie gesagt, bei deinem Hauttyp jetzt würde ich es maximal 3 Minuten einwirken lassen und dann nehmen wir es wieder runter. Mit diesen Reinigungstüchern, das machst du ja zu Hause auch, ne? Du nimmst Mikrofasertücher zum Abreinigen. Genau. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass man eben da noch nicht mit harten Gegenständen oder mit richtig trockenen Tüchern auf die Haut geht, sondern die Haut wirklich so ein bisschen in diese Ruhephase belässt. Und wichtig auch, dass man auch bei den Temperaturen darauf achtet, dass es nicht zu heiß und auch nicht zu kalt ist. Es sollte wirklich so eine lauwarme Körpertemperatur, Wärme sein, dass man da auch nicht einen großen Impuls in die Haut gibt. Ich würde jetzt mit der Maske starten. Und hierbei ist wichtig natürlich auch die Produktauswahl, wie bei Maxi im Fall, dass sie wirklich Produkte für sensible Haut nimmt, die ohne Duftstoffe, ohne Parabene, ohne Sulfate sind, also wirklich gar keine großen Impulse in die Haut geben. Man muss ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn sie im Gesicht gar keine großen Reaktionen hat von der Schuppenflechte, sondern dass eher am Körper sich zeigt. Ja, das Schöne an dem Produkt ist, dass du das natürlich auch als Nachtpflege nehmen kannst. Also es ist eine sehr reichhaltige Textur, und die kann man natürlich ein bisschen dicker, so wie jetzt, als Maske einwirken lassen oder am Abend einfach, bevor du ins Bett gehst, als Nachtpflege.